Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Jetzt sind wir bereits in der sechsten und letzten Ferienwoche. Und wenn ihr eines noch nicht getan habt, nämlich euch gegenseitig vorzulesen, was wir hier alle sehr gerne tun, dann ist jetzt die Zeit, dass ich euch etwas vorlese und dass ihr das dann vielleicht auch zu Hause tut. Ich stelle euch heute das Buch vor von Christopher Wilson, Guten Morgen, Genosse Elefant. Und es ist für alle Menschen, die andere Bücher, die etwas schrägen Bücher lieben, es ist Unisex, um in der Parfümsprache zu sprechen, für Männer und Frauen gleichsam großartig. Ich beginne. Mein Name ist Juri Zibit. Ich bin 12,5 Jahre alt und lebe in einer Personalwohnung im Hauptstadtzoo gleich gegenüber vom Seelöwenteich, hinter der Bisonweide, direkt neben dem Elefantengehege. Mein Papa ist Dr. Roman Alexandrowitsch Zibit, Professor für Veterinärmedizin, Fachgebiet Neurologie. Der Großhirnrinde also ein Spezialist für alles, was im Kopf der Tiere schiefgehen kann. Als ich 6,5 Jahre alt war, passierte mir das größte Pech. Ein Mischwagen ist hinten in mich reingerumst, hat mich durch die Luft gepfeffert, bis ich auf den Boden geknallt bin. Kopf voran aufs Kopfsteinpflaster. Dann kam hinterrücks die Straßenbahn und ist über mich rüber. Sowas hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Ich möchte euch Ihnen erzählen, wie ich einmal ein paar Wochen im Zentrum der Macht verbracht habe. Es waren höchst vertrauliche Angelegenheiten und dubiose Ereignisse, die zu düsteren Geschehnissen führten. Geheimnisse versteckt in der Geschichte. Ich baue auf ihr Schweigen. Außerdem will ich sie beschützen. Zu ihrer eigenen Sicherheit. Also, psst. Wenn ihr dieses Buch kauft, werdet ihr erfahren, aus der Sicht dieses 12,5-jährigen Jungen, wie es war, bei Stalin Vorkoster zu sein. Also alles, was man Stalin vorgesetzt hat, hat dieser 12,5-jährige Junge vorgekostet. Wie es dazu kam und was er dabei erlebt hat, das ist äußerst amüsant und ich kann euch verraten, ein wirklich, wirklich humorvolles, tolles, schräges Buch, das sich ausgezeichnet eignet, sich das gegenseitig vorzulesen. Ich wünsche euch so viel Freude in der letzten und sechsten Ferienwoche und auf bald, ihr Lieben!